Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen bei uns zu Hause. Heute geht es um ein elegantes kleines Federmäppchen in der Größe 24x10. Das ist die Wie Pippa. Die hat heute Geburtstag und ist ein Jahr alt geworden. Dieses Schnittmuster wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt, ist von Wiebke O. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Das sind alle Teile, die ihr für dieses Täschchen braucht. Hier oben habe ich noch eine Bügeleinlage liegen. Die bügele ich auf, wenn ich das Außenstück zusammengenäht habe. Alles andere ist verstärkt und es geht auch mit dem Außenteil los. Die Stoffe liegen mit der linken Seite vor euch und ihr habt auf Teil 2 jeweils diese Markierung übernommen. Dann legt ihr Teil 1 bis zur Markierung auf Teil 2. Ein bisschen feststecken oder klammern. Zusammengeklammert sollen die Stücke jeweils 26 cm lang sein. Dann umdrehen und knappkantig auf Teil 2 abnähen. Ich habe es jetzt eben habe die Klammer weggemacht, wollte einfach losnähen. Das mag er nicht. Da wird das Kunstbild heruntergeschoben von meinem Stoff. Deswegen habe ich hier eine Nadel innerhalb der Nahtzugabe gesteckt. So sieht das jetzt bei mir aus. Ich möchte das gegengleich haben. Es ist im E-Book auch so vorgesehen. Aber theoretisch könnt ihr natürlich auch Vorder- und Rückseite so gestalten, dass die beide auf der einen Seite liegen, auf der gleichen Seite liegen. An dieses Stück wird jetzt jeweils das untere Teil angenäht, Teil 3. Also ich möchte es einmal hier annähen. Das ist einmal meine untere Kante und das ist das andere Mal meine untere Kante. Die Stoffe werden rechts auf rechts zusammengelegt, ein bisschen klammern oder stecken. Nahtzugabe ist 1 cm und an der unteren Kante zusammennähen. Und am Anfang und Ende verriegeln. Teil 3 dann nach unten klappen auf die Nahtzugabe, die bleibt unten liegen und knappkantig festnähen. So sehen die beiden Teile fertig aus. Mit dem Reißverschluss geht es weiter. Der Zipper ist aufgezogen. Das ist mein Außenstoff. Das braune ist mein Futterstoff. Der Außenstoff kommt rechts auf rechts auf den Reißverschluss, das heißt auf die Zähnchen. Und darunter kommt das Stück Futterstoff, rechte Seite nach oben. Zusammenklammern natürlich bündig. Mein Reißverschluss ist nicht ganz gerade, der bleibt hier nicht gerade liegen. Aber das macht ja nichts. Zusammenklammern und Füßchen breit abnähen. Diese beiden Stücke werden auf der anderen Seite genauso angebracht. Ich nähe einmal runter und drehe das Ganze und nähe dann wieder zurück. Beiden Stücke dann vom Reißverschluss wegklappen und knappkantig auf dem Stoff abnähen. Ihr sucht euch die Mitte von eurem zusammengesetzten Teil und die Mitte von eurem Reißverschluss. Die beiden Stücke werden rechts auf rechts zusammengelegt, ein bisschen festklammern oder stecken. Ich habe das hier gut festgesteckt mit Stecknadeln, da bin ich sicher, dass da nichts verrutscht. Im E-Book ist dieser Schritt in 2 Schritten erklärt. Dann würdet ihr jetzt ein Reißverschlussfüßchen einbauen und hier einmal drüber nähen. Danach wird das Futterteil auch an die obere Kante gelegt und genauso festgenäht. Ich stecke mein Futterteil da jetzt gleich mit fest und nähe dann alle Teile in einem Rutsch zusammen.
Stücke vom Reißverschluss wegfalten. Eventuell einmal drüber bügeln und knappkantig auf dem Stoff abnähen. So sieht das jetzt aus. Diese beiden Teile werden an dieser Seite genauso angenäht. Also, so soll es nachher sein. Rüberklappen, feststecken. Entweder schon mal nähen oder Futter gleich mit feststecken und zusammennähen. So sieht das jetzt aus. Gefällt mir schon sehr gut. Der Reißverschluss wird jetzt geöffnet. Dann legt ihr die Außenstoffe aufeinander und die Futterstoffe auch. Und die Reißverschluss, also die Mitte, da wo der Reißverschluss ist, das wölbt sich zum Futter hin. Also in diese Richtung. So wird es zusammengesteckt. Also das kommt dann natürlich noch drüber. Wenn ihr das jetzt zusammensteckt, guckt ihr erstmal hier, dass diese Naht auf dieser Naht landet. Also dass die Punkte wirklich genau aufeinander landen. Da kann man eine Klammer stecken und dann kann man rundherum den Rest gut zusammenstecken. So sieht das jetzt bei mir aus. Jetzt wird das Ganze zusammengenäht. Als erstes werden die beiden Seiten zusammengenäht, am Anfang und am Ende verriegeln und dann die beiden Bodennähte. Beim Futterteil müsst ihr eine Wendeöffnung lassen, die groß genug ist, dass ihr da mit eurer Hand reinkommt. Herzustellen wird in die Tasche gegriffen. Ihr zieht die Ecken hier auseinander, legt sie so übereinander, dass die Nähte in der Mitte aufeinandertreffen. Die eine Nahtzugabe guckt in die eine Richtung, die andere guckt in die andere Richtung. Ein bisschen klammern, beziehungsweise das kann man hier wunderbar festhalten und abnähen. Das macht ihr mit allen vier Ecken. Es jetzt aus. Die Nahtzugaben werden zurückgeschnitten. Jetzt könnt ihr das Ganze wenden. Ich habe es jetzt noch mal ein Stück zurückgewendet. Das ist die Stelle, wo der Reißverschluss zusammengefaltet Richtung Futter liegt. Und auch da habe ich die Nahtzugabe zurückgeschnitten, weil ich glaube, dass es jetzt hier einfacher ist. Seht ihr, dann bekommt ihr hier eine schöne Form hin. Jetzt wird nur noch die Wendeöffnung geschlossen. Dafür holt ihr das Futter nochmal raus, klappt die Nahtzugaben in der Wendeöffnung nach innen um. Ihr seht, ich habe das hier festgesteckt und könnt es jetzt knappkantig mit der Nähmaschine einmal abnähen. Dann könnt ihr das Futter in das Täschchen stecken, sie füllen und euch freuen. Ja, ein elegantes kleines Täschchen gefällt mir sehr gut. Ihr seht, ich habe da noch so ein bisschen Tütekram angebracht. Dieses Täschchen geht an meine Tochter, die sich schon freut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.